Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine Dreiecksverpackung basteln. Ich bin die Chefi von Basteln leicht gemacht. Heute möchten wir, wie gerade schon gesagt, so eine Dreiecksverpackung basteln. Die sind aus der Serie, also das Papier ist aus der Serie Poesie der Natur. Auch diese Pillowbox, ebenfalls das Designerpapier Poesie der Natur. Wie ihr seht, ist das sehr nett, auch jetzt für den Herbst oder auch für den Sommer. Sehr schön finde ich das Papier. Diese Dreiecksverpackung, die kann man auch sehr schön als Tischdeko nehmen. Das habe ich jetzt auch für meine Kollegen gemacht gehabt und dann als Tischdeko benutzt. So, was wir dazu alles benötigen, das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Wir benötigen so einen Handlocher, etwas Geschenkband, die Farbe grün, den Multiglue-Kleber aus unserer Box Exquisite Etiketten, das transparente Stempelset. Ebenfalls aus unserer Box Exquisite Etiketten, die Handstanze, das Stempelkissen in der Farbe Zarte Pflaume, dann wie bereits gesagt Designerpapier aus der Serie Poesie der Natur, etwas Flüsterweiß, den transparenten Block in der Größe D. Dann habe ich schon einen Kreis vorbereitet in der Farbe Blütenrosa. Dann brauchen wir die 3D-Pads und ihr benötigt das Schneidebrett. Ich brauche das Schneidebrett jetzt nicht, denn ich habe mir das Papier schon zurechtgeschnitten. Doch, ist nicht schreibbar, was ich sage. Ich muss ja auch noch falzen. Ich brauche es wohl. So, diesmal lege ich mir das Schneidebrett so rum. So, dann nehmt ihr euch das Papier, das hat die Maße 18,5 x 12,5. Ihr falzt das bei 9,25. Das ist dann genau die Hälfte. 9,25. So, einmal falzen. Ihr müsst beachten, dass ihr die Falzlinie nicht zu feste macht. Das Papier reißt sonst. Das ist etwas dünner als die Farbkartons. Das heißt also wirklich, oh, jetzt bin ich etwas verrutscht, 9,25, wirklich ganz leicht eine Linie ziehen. Das reicht schon. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann, die Linie. Das reicht schon, wenn man das so gerade sehen kann. Ja, dann kann man das trotzdem wunderbar falten. So, jetzt brauchen wir die Mitte von der schmalen Seite. Das hat die ist in der Mitte bei 6,25. Da mache ich mir oben auch noch mal eine kleine Falz. 6,25. So, damit ich sowohl unten einmal etwas reinfalzen und oben einmal kurz reinfalzen. Das ist wichtig als Anhaltspunkt, damit ihr sehen könnt, wo ihr gleich das Dreieck, was wir gleich falzen müssen, wo das entlang läuft. Und zwar legt ihr diese Falz, die ihr gerade gemacht habt, die kurze, ich lege mein Schneidebrett vielleicht doch nochmal so rum, dann könnt ihr es vielleicht etwas besser sehen. Diese kurze Falz, die ihr eben gemacht habt, hier in die Nut rein und die bis zur Falzlinie, die ihr eben gezogen habt. Wenn man das nicht richtig sieht, wo die Falz war, dann muss man das nochmal eben kurz hochheben. Nehmt euch die Finger eben kurz als Hilfe. So, klappt das runter. Auch hier müsst ihr wieder darauf achten, dass das nur ganz, ganz leicht gefalzt wird, dass uns das Papier nicht bricht. Dann dasselbe auch auf der anderen Seite. Ebenfalls wieder die Mitte in die Nude und hier unten auch und ganz leicht
wieder falzen. Und das Ganze auf der Rückseite auch. Jetzt muss ich auch wieder gucken, wo die Falz ist. Genau hier. Hier ist unsere Faltlinie. So. Und ganz leicht die Falz ziehen. Das wiederholen wir auch auf der anderen Seite. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, wie das geht, ist das eigentlich ganz einfach. Ich habe hier ein Muster für euch. Vielleicht sieht man hier die Falzlinien etwas besser, damit ihr mal sehen könnt, was ich meine. Hier einmal in der Mitte. Ja, wenn ihr ja 18,5 habt, müsst ihr das bei 9,25 die Falzlinie ziehen. Und hier sieht man das ganz gut. Hier konnte man die Falzlinie etwas kräftiger machen, deswegen sieht man das hier ganz gut, weil das Papier etwas fest, dicker ist. Und hier oben macht ihr euch auf der kurzen Seite eine kleine Hilfe. Ne? Einmal ganz kurz reinfalzen und dann auch eben die Dreiecke falzen. Ja, so. Ich lege das Schneidebrett auf Seite und jetzt kann ich die Faltlinien einmal falten. Das braucht ihr auch nur ganz leicht, ihr braucht da euren Falzbein nicht dazu, es reicht, wenn ihr das jetzt mit den Händen macht. So. Das geht so ganz gut. So. Und in der Mitte die auch. So. Jetzt brauchen wir unseren Locher, den Handlocher. Jetzt wird es etwas knifflig. Ihr müsst die diese Dreiecke auf der langen Seite aufeinander legen. Und das müsst ihr jetzt erstmal gut festhalten, weil wir wollen unsere Box ja später auch festbinden. Jetzt nehmt ihr euch den Handlocher und drückt hier ein Loch rein in das Papier. Ihr müsst hier halt gut drücken. Von Stamping Up gibt es so einen Handlocher. Ich denke, dass das damit ein bisschen einfacher ist. Hier muss ich einfach viel mehr drücken. Wie gesagt, mit dem von Stamping Up weiß ich nicht, wie das funktioniert, also ne, wie einfach das da ist. Hier muss ich ein paar Mal hin und her. Aber das geht auch. Muss man halt ein bisschen mehr Geduld haben. Aber wie ihr seht, funktioniert das auch. So, das Ganze. Ach, hier sehe ich gerade, ist noch das Papier drin. Das holen wir raus. Und hier auf der anderen Seite wiederholen wir das Ganze. Wir legen das Papier, die Dreiecke aufeinander, sodass das wieder schön bündig ist. Halten es gut fest, dass uns das nicht verrutscht und lochen uns das Ganze nochmal. Ich muss hier wieder fest drücken, einmal. So, gut festhalten. Jetzt muss ich hier erstmal gucken, wieder ein paar Mal hin und her. So, ich hoffe, müsste gut sein. So, wenn das hier ein bisschen drin hängen bleibt, ist nicht schlimm, das kann man gut lösen. So. So, kann das weggelegt werden. Und dann braucht ihr den Multiglue-Kleber. Und tragt etwas Multiglue-Kleber auf. Was ihr nicht braucht, ist das, den Multiglue-Kleber bis hier oben auftragen. Weil sonst würde das eh rausgucken. Das ist nicht nötig. Kann man zwar wegwischen, wenn man sich mal vertut. So. Und dann wieder aufeinander kleben, sodass die Löcher, was ihr eben gestanzt habt, dass sie gut aufeinander passen. So ein paar Mal nachgehen. Das Schöne bei dem Multiglue-Kleber ist ja, dass das ganz einfach und ganz schnell klebt. So. Bevor ihr die andere Seite jetzt klebt, wäre es natürlich gut, wenn ihr die zuerst füllt mit Bonbons oder ein kleines Geschenk, was ihr auch möchtet. Weil hinterher, wenn das dann zu ist, hat man keine große Öffnung mehr.
Was man auch machen kann, damit das Geschenk nachher etwas leichter rauszuholen ist, ihr klebt das hier nicht zusammen. Man kann das auch so lassen und man macht das Band so dann schon durch. Das hält auch. Ich habe die Boxen mit Süßigkeiten gefüllt und habe die Seite dann trotzdem zugeklebt und die Süßigkeiten sind trotzdem rausgekommen. Ich klebe das jetzt hier auch zu, aber wie gesagt, ihr müsst das nicht. Ihr könnt das genauso auflassen. Ihr könnt auch die andere Seite auflassen. Aber ich denke, eine Seite sollte man schon zukleben, dann hält das doch ein bisschen besser. So, hier wieder schön bündig mit dem Loch, was ihr gestanzt habt. So, und dann hält das schon. So, dann könnt ihr das Geschenkband durchziehen. Ist ein bisschen knifflig. Kann auch sein, dass ihr dann schon mal reingreifen müsst und das Band dann durchschieben müsst. So, mit dem Band, was ihr dann habt, dann wird das hier oben schön abgeschlossen. Dann ist die Verpackung auch schön zu und kann auch nichts rauskommen. So. So, wenn das Band zu groß, also zu lang ist, dann kann man das natürlich auch abschneiden, je nachdem, wie man das haben möchte. So, nun machen wir es uns ans Verzieren. Dazu hatte ich euch ja gesagt, habe ich einen Kreis vorbereitet in Blütenrosa. Dann nehmen wir uns so einen Rest in Flüsterweiß. Und dann können wir dann auch schon starten. Das Stempelkissen. Hier habe ich den Spruch benutzt mit Liebe für dich. Und ich werde mir jetzt dann den Spruch Beste Wünsche aussuchen und aufdrucken. Also auch hier wieder aufpassen, dass ihr die Farbe nicht zu sehr aufdrückt, sonst verschmiert das alles. Nur ganz leicht ein paar Mal draufdrücken. Auf das Papier drucken. Oh, ich sehe gerade, das ist nicht so hübsch geworden. Das wiederholen wir jetzt. Es hat irgendwas verschmiert. Wir versuchen das Ganze nochmal. Genau, das sieht schon schöner aus. So, dann nehmt ihr euch die Handstanze. Die Handstanze, das ist die obere Seite. Wir drehen das Ganze wieder um, damit wir sehen können, wo wir unseren Spruch ausstanzen, dass das schön mittig ist. So. Lege ich das auf Seite. Dann kommen die 3D-Pads an die Reihe. Dann gebe ich 4 auf das Flüsterweiß. Auf jede Ecke 1. So. Dann lösen wir die Schutzfolie. Und dann können wir das mittig auf unseren Kreis kleben. Ich hab's verrutscht. So, leicht aufdrücken und dann klebt das auch schon. Nun gebt ihr etwas Multiglue-Kleber auf die Rückseite von eurem Kreis. So. Und klebt das dann mittig auf eure Box. So,
Fertig ist unsere Box. Viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!